Wenn ihr zum ersten Mal mit Aula arbeitet und viele neue Nutzerinnen und Nutzer angelegt habt, könnt ihr die Passwörter einfach als Liste ausspucken lassen. Das gleiche könnt ihr natürlich auch machen, wenn viele Nutzerinnen und Nutzer auf einmal neue Passwörter brauchen, weil sie ihren alten vergessen haben. Das kommt gerade in der Schule häufig vor. Dazu geht als Admins in den Bereich Prozessverwaltung und dann auf Gruppen und Nutzer. Dort seht ihr alle Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform sowie den Button Passwortliste. Ihr könnt entweder die Passwortliste für alle Aula-Nutzerinnen und Nutzer auswählen oder nur für einzelne Räume. Ich wähle nun mal die Klasse 5a aus und drücke auf den grün unterlegten Button Drucken. Schon wirft mir das System eine Liste mit den Namen, Benutzernamen und Passwort der ausgewählten Gruppe aus. Diese kann ich nun direkt ausdrucken oder aber auf meiner Festplatte speichern. Die Liste ist bereits in einzelne Felder unterteilt, die ganz leicht ausgeschnitten und an die jeweiligen Personen verteilt werden können. Behandelt die Liste bitte vertraulich und händigt die Zettel nur der Person aus, der Zugang gehört. Wichtig: Es können nur zurückgesetzte Passwörter oder die ursprünglichen Passwörter eingesehen werden. Sobald eine Nutzerin oder ein Nutzer ihr oder sein eigenes Passwort gewählt hat, steht dort unter dem Benutzernamen nur Passwort zurückgesetzt.